Okay, gehen wir erstmal weiter. Gehen wir erstmal weiter. Guck mal, hier liegt ja noch ein bisschen was. Hier kann man nicht durch. Ja, Leute, ich glaube, jetzt wird es langsam ernst. Nein! Ah, gut, das ist gut. Ich dachte schon, wir hätten nichts mehr zum Herstellen. Nein, Wasser ist nie gut. Wow, wow! Du stirbst! Bitch! Komm her! Wo ist sie? Scheiße! Oh, oh Gott! Oh fuck, 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 fuck! Oh shit! Oh fuck! Oh Gott! So eine Scheiße hier, doch. Scheiße, Alter. Ho, ho, ho! Nein! Boah! Ich glaube, ich nein! Nein, 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 nein! Meine geliebte Schrotflinte ist leer. Shit, das ist nicht euer Ernst. Ey Leute, wir haben alle gesehen, dass es durch den durchgegangen ist. Das haben wir alle gesehen jetzt. Scheiße hier, ey. Fake Mist, Alter. Wo sind die Bomben eigentlich da? Ja, 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 ja. Ich muss ganz kurz hier weg. Oh, ich habe hier noch 4 Schuss damit. Aber ich würde gerne lieber die Bomben einsetzen, aber ich muss erstmal ein bisschen. Ich muss erstmal Abstand gewinnen. Warum geht es jetzt nicht, Leute? Ich habe X gedrückt. Ich habe X gedrückt. Ah. Holy shit. Guck mal, wieso geht das nicht, Alter? Wieso geht das nicht? Ach, ich hätte einen höher müssen. Das wär's einfach nur. Obwohl hier unten auch noch das zählt.
Aber da oben ist das Steuerkreuzebull. Ja gut, egal. Alles klar. Ja gut, ich wurde von zwei dicken, schleimigen Viechern verfolgt und ich hab's ja trotzdem geschafft, ohne zu sterben, also ist ja alles gut. Ruhig bleiben. Einfach nur ruhig bleiben. Okay, einfach nur ruhig bleiben. Ich versuche auch mein Bestes. So kann man das auch umgehen, wa? Da ist hier ja was drin liegen, nice. Ja, jetzt habe ich meinen Flammenwerfer natürlich nicht dabei. Ach ja. Ach, schon ein bisschen aufregend, wa? Leider nur noch zwei Schuss hiermit. Also die Schrotflinte. Ich liebe Schrotflinten, ja. Weil sie einem einfach den Weg freiballern. Anders als die anderen Waffen. Also krasser als die anderen Waffen. Okay. Man kann schon wieder abspeichern. Nein, dann weiß man ja, was Sache ist, ne? Okay. Haben wir denn alles soweit? Moment. Okay, das ist gerade nicht nötig. Na gut. Moment mal. Hier sind wir. Hier sind die Puppen. Da ist der Rollstuhl. Bin ich sicher? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Der Kreis schließt sich, Leute. E-001. Warte mal, war nicht von dem Subjekt auch, also Test-Bio-Test-Objekt, E die Sprache? Also ist sie die allererste oder was? Oh Gott. Ganz schlechte Erinnerung, komm hoch. Ganz schlechte Erinnerung, komm hoch. Oder? Hallo? Ist da jemand? Wäre ganz geil gewesen, wenn er jetzt irgendwie kommt, geht weiter. Lass mich! Oh shit! Oh Scheiße! Oh, fuck, fuck, fuck! Das ist deine Schuld. Die Fresse. Warum sehe ich das? Oh Gott, Leute. Ah, das jetzt gerade ist nochmal richtig übel, ne? Komm doch. Komm doch her. Das Puppenhaus. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Will nicht mein Daddy sein?
dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Ich verstehe. Wir sehen jetzt nochmal alles. Aber wir erleben jetzt nicht alles, wir erleben wahrscheinlich nur das mit mir. Und zwar, wo sie die ganze Zeit beeinflusst wurde, weil die konnte, meinte sie auch, sie kann sich nicht lange wehren. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Lass mich sterben! Die Fresse, Bitch! Hör einfach weiter, ey, juckt mich nicht. Hör auf jetzt hier. Was ist denn hier los? Bin ich hier falsch oder was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Muss ich nach oben? Boah, Alter! Alter! Okay, ich glaube, das war der heftigste bisher von allen im ganzen Spiel. Alter! Danke. Scheiße. Bleib weg! Bleib weg! Geh weg! Ja, ich blocke und laufe nach vorne, aber es geht nicht. Achso, nur wenn sie... Nein, das nicht. Nur wenn sie da ihren Angriff macht. Nein, das nicht! Nein! Nein, stich sie ab! Scheiß Ernst? Das ist sein Scheiß Ernst? Oh, ich hätte meine Objekte verwalten können. Ich habe noch Flammenwerfermunition. Ah, scheiße. Du. Kann man das überspringen? Hallo? Überspringen? Hallo? Nein, natürlich nicht. Verdammt!
Komm schon. Hat es überhaupt irgendwas gebracht? Was soll ich machen? Ich wollte nur eine Familie. Albert! Den Namen kennt man in Resident Evil. Schluss mit den Spielchen! Oh yeah! Bitch! Friss! Das! Du dumme Schlampe! Schmeckt dir das, Bitch? Schmeckt dir das? Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür.
and Rhodey. Go tell Aunt Rhodey. Ach so, das ist der Abspann. Ja gut, Leute, ey, oh Mann. Gut, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so ein, ja, so einen kleinen, nicht, dass es die Credits sind, sondern ein richtiger Abspann, so von wegen, ey, was ist noch hier zu sehen und so. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Horrorfahrt überlebt und hinter uns gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's nicht erwartet, dass das Spiel so gut wird, Leute, denn für mich persönlich ist Capcom in den letzten Jahren so schlecht geworden. Die haben oftmals so krass reingeschissen. Siehe, wie gesagt, ich hab's schon am Anfang gesagt, Dead Rising 4. Dead Rising 4 vor ein paar Monaten, vor ein, zwei Monaten, obwohl das vor einem Monat, kam ja im Dezember. Das ist so ein krasser Rückschritt im Vergleich zum dritten Teil. Da fehlen so viele, da fehlt der Koop-Modus, der Umfang fehlt, die DLC-Politik und so weiter. Und auch andere Sachen. Also abseits von Monster Hunter haben sie krass reingeschissen. Street Fighter. Unfassbar reingeschissen bei Street Fighter 5. Deswegen hatte ich mir ehrlich gesagt nicht so viel erhofft, weil auch die letzten Resident Evil-Teile, auch da hatten sie letztes Jahr übelst diesen Raccoon, bla, diesen Multiplayer-Shooter, absoluter Bullshit. Ich habe echt nicht erwartet, dass es so gut wird, Leute. Gerade dann auch Ego-Perspektive machen sie dann nur irgendwie so eine Nachmachung von Outlast und Amnesia oder so. Nee, haben ein richtig gutes Spiel hinbekommen. Sehr coole Story, sehr coole Atmosphäre, fette Optik, fette... Alter, ich weiß nicht, ich find's geil. Das Spiel ist saugeil, wirklich, ohne Scheiß, saugeil. Ich find's auch sehr cool, dass die sich irgendwie auf dieses Haus und dennoch vielleicht als anderer Spielort dieses Schiff konzentriert haben, dass sie nicht da 5000 verschiedene Szenarien gemacht haben und Umgebungen gemacht haben. Deswegen das ist so ein bisschen klassisch gehalten, gerade durch das Haus, wo man sich dann auch mit der Karte irgendwann zurechtfindet. Man weiß, da und da ist der Raum, da und da ist der Raum, da habe ich noch was vergessen, da komme ich später zurück und so weiter. Das ist halt so dieses typische Oldschool Resident Evil Ding. Und das finde ich persönlich sehr gut eingefangen. Auch mit der Sache, dass du viele Sachen finden kannst, sammeln kannst, wieder ein paar Sachen freischalten kannst in diesen Vogelkäfigen und so weiter. Wäre cool vielleicht gewesen, wenn es noch ein bisschen mehr wäre. Ja, wenn man vielleicht auch, obwohl ich weiß nicht, inwieweit das passen würde, aber man konnte ja in Resident Evil seine Sachen auch verbessern, seine Waffen. Ich weiß nicht, wird vielleicht hier in diesem Fall gar nicht so passen, weil eigentlich ist er ja nur ein Mann, der seine Frau zurückholen will. Also das, ne, das vielleicht nicht, dann vielleicht im nächsten Teil oder sowas, wenn ein bisschen andere Grundstory da ist, aber vielleicht ein, zwei Sachen mehr finden, das hätten sie schon einbauen können. Vielleicht auch irgendwie irgendwas anderes für den Nahkampf oder so eine Sachen hätten sie ganz gut machen können. Ansonsten, ja, wie gesagt, gutes, richtig gutes Horrorspiel. Saugeil, saugeil, guter Auftakt für dieses Jahr. Und ich glaube, das Spiel wird dann zu Recht Ende des Jahres auf einigen Top-Listen zu finden sein. Was ich vorhin schon angesprochen habe, Dead Rising 4, DLC-Politik, auch bei Street Fighter 5 und so weiter. Auch hier bei Resident Evil. Grüße gehen nicht raus an Capcom. Ihr kleinen Pisser. Dass ich, wenn ich das schon sehe, dass zwei Wochen oder eine, anderthalb Wochen nach Release es schon bezahlt DLCs gibt zu Resident Evil. Es ist der größte Dreck. Die größte Frechheit. Und ich kann nur jedem einzelnen von euch sagen, kauft es euch nicht. Tut euch selber und tut allen anderen Spielern einen Gefallen, kauft es euch nicht. Ich finde das Hauptspiel saugeil. Aber wenn ich sehe, dass sie Content ein, zwei Wochen nach Release des Spiels schon wieder verkaufen für 10 Euro, für eine Stunde Gameplay oder sowas, das ist der absolute Dreck. Und da sollten die sich schämen. Eigentlich müsste man eigentlich das Hauptspiel auch direkt boykottieren. Das muss ich ganz ehrlich, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen im Let's Play, aber das habe ich mir dann für das Ende aufgespart. Das ist Abschaumverhalten. Ich finde das eine Frechheit. Ich finde das ist so, keine Ahnung, Alter. Ich finde das so frech den Käufern gegenüber. Die können froh sein, dass sie sich selber nochmal rausgeholt haben aus der Scheiße nach Resident Evil 6 und hast du nicht gesehen. Und die ganzen anderen Verbrechen, die sie in den letzten Jahren rausgebracht haben. Sowas regt mich extremst auf, Leute. Weil das berechnend gewesen ist, man hätte es reintun können, es war fertig, man hätte es auf die CD tun können, und zwar kostenlos, weil die Spiele sind sowieso schon teuer genug.
Auch die Entwicklung und so weiter, blablabla, brauchen wir nicht drüber reden. Die sind auch teuer, ja, klar. Aber so eine Scheiße, das ist wie, als wenn, keine Ahnung, irgendein Konsolenhersteller jetzt sagt, ey, nächsten Monat kommt unsere Konsole raus. Und du denkst dir, krass, Alter, geil, Mann, heftig. Und dann kriegen zwei Wochen später neue Kunden eine bessere Version von der Konsole. Und dann denkst du dir, Alter, warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Was soll die Scheiße? Die enthalten... ich könnte mich richtig aufregen. Sorry, Leute. Will gar nicht mich hier in Rage reden. Aber ich hasse das, wenn Publisher sowas versuchen und damit noch durchkommen. Es gibt so viele Publisher, die so eine Scheiße abziehen. Und ich muss es einfach sagen. So, weil so ein Real Talk, wie man ja so schön sagt auf YouTube, gibt es ja von anderen ja nicht. Naja gut, die meisten werden ja auch... egal. Scheiß drauf, Leute. Gutes Spiel, ich kann dazu nicht sagen. Gutes Spiel, haben sie gut gemacht. Freue mich auf weitere Teile zu Resident Evil. Aber so eine abgefuckte DLC-Politik sollten sie sich sparen. Denn dafür müssten sie eigentlich schon wieder auf der anderen Seite bestraft werden. Naja, gut. Was soll ich sagen? Das macht mich echt... Das lässt so das gute Spiel auch so im schlechten Bild dastehen. Für mich persönlich, weil, wie gesagt, ich fühle mich da verarscht. Ich fühle mich einfach komplett verarscht eigentlich in der Hinsicht. Weil ich habe mir das Spiel gekauft. Ich wurde nicht gesponsert oder gar bezahlt, wie andere das Let's Play zu machen. Ich hab's aus Spaß gemacht und weil ein paar Leute zugeschaut haben. Nicht viele, aber ist auch egal. Aber selbst wenn ich bezahlt werden würde, das geht nicht. Das geht nicht. Egal. Gut, Leute. Eure Meinung ist trotz allem natürlich gefragt. Nicht nur zu der DLC-Sache, sondern besonders auch zum Spiel gerne. Wie fandet ihr das Spiel? Und ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr noch an Horror-Games rauskommt. Ganz vorne steht dann natürlich noch Outlast 2, das will ich mir auch auf jeden Fall angucken. Weiß ich gar nicht, wann es rauskommen wird, aber ich denke, also wenn da noch Videos von mir kommen, sollte sicherlich auch irgendwas zu Outlast kommen, man weiß ja nie. Und ja, bin mal gespannt. Ansonsten gibt es ja noch ein paar andere Indie-Games, die in die Horror-Richtung gehen, auch die ein bisschen größer angekündigt wurden. Bin immer gespannt, was da so rankommen kann. Weil, wie gesagt, das sind halt dann Indie-Games oder die irgendwie durch Kickstarter finanziert worden sind. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da mit dieser Produktion, mit diesen größeren Publisher wie Capcom mithalten können. Weil die haben gut abgeliefert. Vom Hauptspiel heraus. Gut, Leute, wenn ihr Bock habt, lasst gerne nochmal für das Ende eine Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke auch an die Leute, die zugeschaut haben. Und noch ein größerer Dank an die Leute, die es auch unterstützt haben und sich nicht dachten, ey, cool, es kommt ja alles automatisch, sondern, ey, mir gefällt es, ich mache auch was dafür, danke euch, wirklich besonders. Wer Bock hat, checkt meine Social-Media-Seiten ab, das war's. Wir hören uns, haut rein und tschüss.